Hallo meine Lieben und so willkommen zu Road to Brawlhalla. Dies ist ein Spiel, was noch nicht einmal draußen ist. Ich habe den Entwickler gefragt, ob er es mir schicken kann und er hat es sofort gemacht. Es ist ein deutscher Entwickler, der veröffentlicht das Ganze über TinyBuild. Was wir hier machen können ist, wir sind dieser Ball hier. Ich bewege mich hier gerade, das ist eine Alpha, das Spiel ist noch nicht zu haben. Es kommt erst Mitte 2016 raus, also müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. So, also ich bin dieser Ball hier und hier sind Level. Ich gehe mal in das erste Level. Come on now, get rolling. So, und wir müssen halt rollen. Let's start by collecting some yellow point orbs. Okay, wir müssen also hier diese Teile einsammeln. Das machen wir ganz einfach, indem wir so in der Nähe da rumrollen und ja, so sammeln wir die ein. Das ganze Spiel wird gerade mit den Pfeiltasten gespielt. Ich weiß nicht, ob hinterher noch was dazukommt. White orbs serve as healthy checkpoints. So, perfekt. The consequences of rolling over red floors should be obvious. Ja, das ist sehr obvious. Also wir sterben wahrscheinlich, wenn wir hier rüber. Das war schon, glaube ich, hart an der Grenze. Ich würde jetzt einen Witz deswegen rausbringen, aber es geht nicht. So, you can boost the ball by holding X. Ah, okay. So werden wir also schneller. Be careful though. While boosting, any damage you take will be lethal. Okay. Das heißt... Boosten, 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 boosten. Okay, hat geklappt. Perfekt. Sammeln wir mal weiter die Yellow Orbs ein. Hui. To respawn at the last checkpoint, press Backspace. Okay. Wir gehen jetzt mal hier auf Vorsicht. Okay. Sieht schon mal ganz gut aus eigentlich. Schaffen wir das, schaffen wir das. Oh Gott, das hätten wir fast nicht geschafft. Alles klar. Und dann rollen wir mal hier den hinten durch. Don't rush, you've got all the time you need. Observe and master the rhythm. Also den Rhythmus. Wir haben keine Zeit, also kein... Nichts, was uns irgendwie großartig verhindern würde. Wir müssen einfach nur den Rhythmus herausfinden. Ich habe irgendwie Angst davor, dass ich hinterher nicht mehr... Ich glaube, ich komme... Ja, kacke, komm. Ich hätte die unteren verpasst. Ich komme da jetzt nämlich nicht mehr durch. Und wenn ich da jetzt durchrushe, sofort tun. So. Dann werde ich jetzt mal gucken. Dass wir alles hier bekommen, aber das scheint nicht so einfach zu sein. Ach. Doch, wir sterben gar nicht sofort. Das heißt, wir können einfach... Ach stimmt, da unten ist ja unser Leben. Natürlich sterben wir nicht sofort. Aber da ist halt unsere Lebensanzeige. Ne? Und wenn die natürlich leer ist, sind wir tot. Und wieder healthy. Alles klar. Perfekt. So. Immer abwarten, bis die rote Welle war. Wie bei Ampel. Erst warten und dann rüber. Perfekt. Und hier kriegen wir nochmal Leben. Ja, perfekt. Okay, super. Und das ist, denke ich, das ganze Spielprinzip. Aber das wird noch ziemlich komplex. Das kann ich jetzt, glaube ich, aber noch gar nicht zeigen. Ich weiß nicht, wie lang die Level sind. Da unten. Ich glaube, wenn wir 100% von diesen Yellow Dings eingesammelt haben, sind wir, glaube ich, fertig. Sehe ich das richtig oder bin ich doof? Oh, ich soll vielleicht mal gucken, dass wir hier nicht sterben. Mich den Rhythmus anpassen. Oh, das war ziemlich knapp. Oh, okay, hier geht's relativ schnell. Okay. 100. Good, you've taken your first roll into a larger world. Ah, da sind wir schon fertig mit dem Level. Das ist das erste Level. Perfekt. Dann sammeln wir mal hier erstmal alles ein. Das heißt, einfach nur bis zum Ende kommen. Ach, das ist ja ein Smiley. Huiuiui, das sehe ich ja jetzt erst. Und fertig. Hey, guck mal, so eine lange Minigolf ran. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. 100% Orbs collected, ein Respawn versucht. Okay. Super. Und jetzt können wir hier in Level 2 gehen. Gehen wir mal in... Hallo, gehen wir mal in Level 2. Guck mal, was der Level 2 zu bieten hat. Vielleicht ist er... Da wird es schon komplexer, man sieht's. Da werden Laser eingesetzt. Das heißt, wir müssen hier aufpassen, dass wir nicht in den Laser gehen. Sehr interessantes Spiel... sehr interessantes Spielprinzip, muss ich sagen, ey. Das hat mich auch gepackt, als ich es gesehen habe. So. Alles einsammeln und hier rüber und... Okay. Ja, cool. Huch. Warte nochmal. Bevor ich dann zurückgehe, erstmal wieder full life. Jetzt kann ich hier so ein bisschen
Das war schlau, ja, komm. Gut, gleich kommt bestimmt sowieso wieder ein Checkpoint. Hoffe ich mal. Da ist auch einer. So. Oh, ein bisschen zu früh los. Highly optional section down there. Okay. Ja, das war schon ziemlich krass. Ah, ich muss mich noch so ein bisschen im Time. Ja, ich muss noch so ein bisschen Time üben, aber im Moment klappt es ja noch. Wird bestimmt noch schwerer. So, perfekt. For once, please try to stay in line. Okay. So, also. Gut, perfekt. Nice. Ui. Ui. Okay, das ist schon ein bisschen herausfordernd hier. Perfekt. Das haben wir gut ab. Fun Fact, you can simply. Das ging zu schnell? Fun Fact, you can simply roll between two parallel laser beams. Dankeschön. Danke, dass du mir das jetzt sagst. Ja. Don't worry, this section is quite linear, literally. Okay. Dann, okay. Jetzt hier oben drauf, um die anderen Laser umzustellen. Das ist schon recht rätselig hier gerade. Nochmal hier drauf. Dann ist der weg, aber der ist noch da. Ich will da unten noch die Sachen einsammeln. Das ist das Ding. Muss ich dafür? Ah, tatsächlich. Alles klar. Perfekt. Und da ist schon das Ende vom Level. Ja, das Ganze wird noch viel komplexer. Das Spiel ist noch nicht erhältlich, wie schon gesagt. Das war es jetzt aber mit diesem Video. Wir haben nur 95%. Wie, wir haben irgendwas vergessen? Wir haben von den Orbs was vergessen? Habe ich welche nicht eingesammelt? Ach, Mist. Ja, und das Spiel kommt Mitte 2016 raus. Also wenn es euch interessiert, dann bleibt fresh. Besucht deren Steam-Page, da könnt ihr nämlich auf Wunschliste hinzufügen oder auf Folgen drücken. Dann kriegt ihr nämlich immer Infos oder sonst was. Da werde ich angeschrieben. Und dann würde ich einfach sagen, war es das mit diesem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst eine positive Bewertung da. Bis dann und ciao.